Dürfte ich meine Aussage noch einmal wiederholen? In Ordnung. Ergänzen Sie Ihre Aussage. Viel Glück. Eine falsche Aussage kannst du nicht wieder gerade biegen, Freundchen. Zeugenaussage. Sie lief nach links. Frau Mays Aussage war richtig. So wie meine. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Und dann trafen sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihr den tödlichen Schlag. Das war es, was Frau May gesehen hat. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie das vergessen, Herr Anwalt? Das scheint logisch zu sein. Möchten Sie den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich meine, ja, Euer Ehren. Kreuzverhör, sie lief nach links. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Was meinen Sie damit? Genau das werde ich Ihnen gleich erklären. Amerikaner sind immer so ungeduldig. Das tut euch nicht gut. Hey, Freundchen, auch du bist Amerikaner. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Was meinen Sie mit zuerst? Zuerst? Das kommt vor dem, was danach passiert. Sie sprechen Englisch, oder? Bitte setzen Sie sich. Ich werde es für Sie mit einfachen Worten versuchen. Zuerst rannte sie nach links und dann... Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Ich habe niemanden geschlagen. Aber Herr Wright, es bringt nichts im Gericht, etwas zu verschweigen. Ich verschweige nichts. Die Anklage beantragt, dass die Verteidigung die Aussage nicht unterbrechen darf. Herr Wright, Sie wurden gewarnt. Warum ist er wütend auf mich? Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Was meinen Sie mit danach? Danach kommt immer nach zuerst. Das weiß ich. Mehr müssen Sie dazu nicht wissen, Herr Anwalt. Wie ich schon sagte, sie drehte um und sprang verzweifelt nach rechts. Sie liefen ihr hinterher und verpassten ihr den tödlichen Schlag. Hören Sie auf zu sagen, dass ich es gewesen sei. Aber Sie waren es. Herr Wright, Sie behaupten, Sie seien es nicht gewesen. Beweisen Sie es. Ich kann nichts tun, oder? Gar nichts? Darf ich fortfahren? Das war es, was Frau May gesehen hat. Jede von Ihnen hat also eine andere Szene gesehen? Absoposilut. Genau so war es. Wo hat er nur diesen nervigen Satz her? Also, lassen Sie uns weitermachen. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie denn beides gesehen? Ich schätze, ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das zuvor nicht erwähnt habe. Was halten Sie davon, Phoenix? Ich glaube, wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Er hat einen Fehler gemacht. Lassen wir ihn nur lachen. Ich werde ihm das Grinsen schon austreiben. Ja, denn jetzt klicken wir uns nochmal ganz kurz hier durch. Und zwar zur letzten Aussage. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Denn wenn wir jetzt nochmal in die Gerichtsakte gucken und uns mal so zufällig zum Autopsiebericht begeben, dann finden wir dort Folgendes. Starb durch stumpfen Schlag. Durch stumpfen Schlag. Also ein Schlag. Also Einzahl. Also Herr Wright. Das Opfer starb durch einen Schlag. Was fällt Ihnen dazu ein? Jetzt muss ich ihn dort packen, wo es weh tut. Herr Wright, sagen Sie dem Gericht nicht, dass Sie absoposilut perfekt sind? Na schön, ich werde das in Zukunft nicht mehr sagen. Euer Ehren, würden Sie den Zeugen um eine Berichtigung seiner Aussage bitten? Der Zeuge ist offensichtlich verwirrt, Euer Ehren. Ich beantrage daher eine 10-minütige Pause.
Ja, sicher. Der Zeuge ist so verwirrt, weil er lügt. Ich beantrage entschieden, die Verhandlungen nicht zu unterbrechen, Euer Ehren. Ja, wir wollen Gerechtigkeit. Lassen Sie ihn nicht davonkommen. Na schön. Würde der Zeuge seine Aussage bitte berichtigen? Das Publikum ist auf meiner Seite. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr, White. Herr White? Okay. Zeugenaussage, die zwei Versionen. Nun sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. Dann, im nächsten Augenblick, sah ich, wie Frau Mia nach links rannte. Der Mörder, sie griff an, aber sie konnte ausweichen. Und dann drehte sie sich um und rannte zur Tür. Dann erwischten sie mit einem einzelnen Schlag. Paff. Paff. In der Tat. Sehr schön. Beginnen Sie bitte mit dem Kreuzverhör. Herr Richter, mein Magen. Sie verstehen, ich habe Schmerzen. Schlucken Sie es runter. Wir sind fast fertig. Kreuzverhör, die zwei Versionen. Nun sehen Sie, ich sah zum anderen Fenster, als ich hörte, wie das Ding umfiel. Sie hörten, wie das Ding umfiel? Was genau war das Ding? Hä? Oh, das? Die gläserne Stehlampe. Richtig. Die am Tatort umgefallen war. Phoenix, finden Sie das nicht ein wenig seltsam? Ja, sehr seltsam. Ja, das ist seltsam. Ich werde ihn noch weiter angreifen. Herr White. Hä? Was? Sie sagen, Sie hätten die Stehlampe gesehen? Ja. Dann ändern Sie Ihre Aussage, um das zu berücksichtigen. Tut mir leid. Mein schlechtes... Der Zeuge revidiert seine Aussage. Gut, gut. Natürlich. Als ich hinsah, sah ich eine Stehlampe auf dem Boden liegen. Eine Stehlampe auf dem Boden liegen? Und er war am Hotel Gatewater, ja? Irgendwas ist da doch komisch. Denn wenn wir uns nochmal den Bodenplan angucken... Wo liegt die Stehlampe? Kann man es vom Fenster aus sehen? Ja, Mensch. Herr White. Sie hätten die Stehlampe gar nicht sehen können. Was? Sehen Sie her. Das ist der Bodenplan des Tatorts, nicht wahr? Richtig, Euer Ehren. Nun, sehen Sie. Würden Sie durch das Fenster im Büro sehen? Wäre dies der Bereich, den Sie einsehen könnten? Hier. Nun? Beachten Sie, dass die Standfläche sich nicht im Sichtbereich befindet. Nun, Herr White? Was fällt Ihnen dazu ein? Lächerlichkeit. Herr White. Wären Sie im Hotel Gatewater gewesen, wie Sie behaupten, hätten Sie die Lampe nicht sehen können, bevor sie umfiel. Sie hätten sie auch nach dem Unfall nicht sehen können. Sie hätten nicht erkennen können, dass die Glasscherben zu einer Stehlampe gehören. Wann also haben Sie die Lampe gesehen, Herr White? Es muss in dem Moment gewesen sein, als sie fiel. Und der einzige Ort, von dem aus Sie das gesehen haben können, ist die Kanzlei Fay. Mit anderen Worten, Sie waren zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort. Herr White? Herr White. Sie waren es, nicht wahr? Herr Richter? Frau Mia. Hey. Sieht aus, als gibt es gleich ein Urteil. Jetzt ist Schluss, Phoenix Wright. Was? Mist, ich habe Edgeworth vergessen. Herr White, ich denke, es ist soweit. Sollten Sie Ihr Verbrechen jetzt nicht gestehen, Was? Ich sagte, Sie sollten Ihr Verbrechen jetzt gestehen. Also, geben Sie zu,
dass Sie die Wanze platziert haben. Die Wanze? Ruhe! Ruhe! Herr Edgeworth, erklären Sie dem Gericht, was Sie meinen. Hochverehrtes Gericht, Herr White ist etwas verwirrt. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mir gefällt gar nicht, wohin das läuft. Wie Sie wissen, ist Herr White der CEO von Blue Corp. Er wies seine Sekretärin, Frau April May, an, die Kanzlei von Frau Fay abzuhören. Wie hängt das zusammen mit... Euer Ehren, die Frage lautet, wann wurde die Wanze im Büro platziert und von wem? Nein, das können Sie nicht tun. Herr White, um die Wanze anzubringen, drangen Sie in Frau Fays Büro ein. Stimmt das? Korrekt. Das ist vollkommen korrekt, Miles. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich drang in die Kanzlei Fay und Partner ein, um die Wanze anzubringen. Dabei habe ich diese widerliche Stehlampe gesehen. Jetzt bin ich verwirrt. Bitte erklären Sie dem Gericht, was das heißt, Herr Edgeworth. Mit Vergnügen, Euer Ehren. Herr Phoenix Wright hat seinen Standpunkt klar gemacht. Er hat deutlich gemacht, dass Herr White von der Stehlampe im Büro wusste. Er hat gezeigt, dass Herr White die Lampe nur zu einem Zeitpunkt gesehen haben kann. Zum Zeitpunkt des Mordes. Natürlich wollte Herr White, dass Sie glauben, Herr White sei der Mörder. Ich verstehe. Aber es ist klar, dass Herr White schon vor dem Mord einmal im Büro gewesen ist. Er ging dorthin, um die Wanze zu platzieren. Dabei hätte er die gläserne Stehlampe sehen können. Also hat sich die Theorie von Herrn Phoenix Wright als haltlose Vermutung erwiesen. Herr White, berichten Sie dem Gericht, wie Sie die Wanze platziert haben. Das kann ich gern tun. Mir wird schlecht. Zeugenaussage. Der Lauschangriff. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Ich drang in die Kanzlei Fay und Partner ein. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Dabei sah ich diese gläserne Stehlampe. Sie hatten die Lampe also vor der Nacht des Mordes gesehen. Und darum wussten Sie, was da umgefallen war. Durch das Geräusch? Korrekt. Das stimmt. Ich verstehe. Sehr gut. Herr Wright, beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Was mache ich nur? Viel Glück, Phoenix. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Haben Sie einen Beweis? Frau April May kannte den Inhalt des Gesprächs von Frau Fay. Das beweist, dass die Wanze vor dem Mord platziert wurde. Das stimmt. Ich drang in die Kanzlei Fay und Partner ein. Waren es wirklich Sie, der ins Büro eindrang? Oder war es Frau May? In der Kanzlei wurden mehrere Tage alte, unidentifizierte Fingerabdrücke gefunden. Dabei handelt es sich offensichtlich um die von Herrn White. Und wie ich Edgeworth kenne, hatte sie natürlich bereits überprüfen lassen. Nun, Herr White, sagen Sie uns, warum Sie in die Kanzlei Fay und Partner gegangen sind. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Warum haben Sie Mias Telefon abgehört? Das ist für diesen Prozess nicht von Bedeutung, Euer Ehren. Blue Corp ist eine Detektivagentur. Das Anliegen unserer Kunden ist höchst vertraulich. Dabei sah ich diese gläserne Stehlampe. Warum ist Ihnen so etwas Nebensächliches wie eine Stehlampe aufgefallen? Die Stehlampe war ganz aus Glas. Sie war nett anzusehen, darum hat sie wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Solch ein ästhetischer Gegenstand verdient Beachtung, oder etwa nicht? Das ist alles. Verdammt, es gibt keinen Schwachpunkt, den ich angreifen kann. Oh, nun. Vielleicht ist er so durcheinander, dass ich etwas aus ihm herausbekomme.